heute den 1. Dezember. Das heißt, ihr dürft euer erstes Adventskalendertürchen öffnen. Und dieses Video ist praktisch auch eins. Ich hoffe, ihr habt es alle mitbekommen. Unsere Xmas Gang hat auch einen richtig coolen Adventskalender. Und ich darf ihn mit diesem Video eröffnen. Falls ihr noch nicht wisst, worum es geht, schaut in die Infobox. Da steht alles nochmal erklärt. Heute gibt es von mir ein schönes, winterliches, festliches Make-up-Tutorial. Sehr selten bei mir auf dem Kanal gesehen. Ich bin kein Profi im Schminken, das werdet ihr wahrscheinlich gleich auch merken. Aber mir macht's Spaß und ich hoffe natürlich, dass euch mein Augen-Make-up bzw. mein Make-up insgesamt gefällt. Und ja, sonst gibt es eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich habe das alles ein bisschen dezenter gehalten, dass man es vielleicht auch im Alltag tragen kann. Und habe Grüntöne dazu genommen, weil es einfach zum Tannenbaum passt und mal eine Abwechslung ist. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. So, wie ich meine Foundation auftrage, seht ihr in diesem Video einmal im Schnelldurchlauf. Da ich vor kurzer Zeit ein eigenständiges Video über meine Foundation-Routine hochgeladen habe, das verlinke ich euch natürlich selbstverständlich in der Infobox. Da könnt ihr später einfach mal draufklicken und euch das Ganze nochmal genauer anschauen. Da sage ich auch, welche Produkte ich genau benutze. Und dann geht's gleich ausführlicher weiter. Zu meinem Augen-Make-up und als erstes benutze ich einen Primer, der ist von Bare Minerals, der Primetime Primer und den trage ich einfach mit dem Finger jetzt auf mein bewegliches Lid auf, so ganz wenig nur. So, jetzt kann es auch schon losgehen mit dem Lidschatten und ich benutze meine Lidschatten alle aus der BH Cosmetics Party Girl Palette. Die ist einfach richtig cool, ich liebe sie. Und als erstes trage ich diese Farbe hier auf mein bewegliches Lid auf. Das ist einfach so ein ganz heller, glitzernder Beige-Ton. Kommen wir nun zur Lidfalte und hier möchte ich gerne einen schönen Grünton auftragen, weil ich finde, dass es einfach mal eine kleine Abwechslung ist und das passt perfekt in die Winter- und Weihnachtszeit. Und hier in der Palette finden sich auch direkt viele schöne Grüntöne und ich mische die jetzt einfach mal so ein bisschen durcheinander. Das heißt, ich werde ein bisschen von einem hell Türkisgrün nehmen, weil da ganz viele Glitzerpartikel drin sind und das mische ich dann zum Beispiel mit dieser ganz dunkelgrünen Farbe. So, dafür benutze ich jetzt erstmal einen relativ kleinen Blenderpinsel, um das erstmal auf die Lidfalte aufzutragen. Und ich fange einfach außen an und ziehe die Farbe dann bis zur Mitte des Auges ungefähr. So, und wenn die Farbe so aufgetragen ist, dann fange ich an zu verblenden. Und vor allem ziehe ich auch mal aus dem Augenwinkel so ein bisschen die Farbe in die Ecke. So, jetzt glitzert natürlich mein ganzes Gesicht von unten drunter, aber da kümmere ich mich gleich drum. So, finde ich, reicht das schon fast aus. Ich will nicht, dass es zu dunkel wird, damit man es auch gut im Alltag tragen kann. Genau, und jetzt nehme ich noch einmal ein etwas dunkleres Grün und verblende das nochmal mit einem etwas größeren Blenderpinsel. Wenn das alles wunderschön verblendet ist, dann nehme ich diese Grünfarbe hier nochmal und dazu einen schrägen Lidschattenpinsel und ziehe den Lidschatten jetzt auch nochmal unters Lid.
wem das so nicht stark genug oder auffällig genug ist, kann natürlich zum Beispiel noch mit einem etwas dunkleren Braunton außen ein bisschen verblenden, um das Ganze intensiver zu machen. Ich finde das so aber wirklich gut. Wie gesagt, man kann es auch im Alltag tragen. Jetzt nehme ich nochmal meinen Concealer und tupfe hier unten ein paar Punkte drauf und klopfe das jetzt ein, weil, wie ich eben schon gesagt habe und wie ihr bestimmt gesehen habt, ein wenig Lidschatten runtergefallen ist und damit kriegt ihr einfach eine schöne, saubere Linie hin. Ganz zum Schluss möchte ich meinen Augenwinkel hier an der Nase noch ein bisschen mehr zum Strahlen bringen. Dafür nehme ich einfach einen glitzernden, schimmernden Weißton und das ist der hier. Wieder einfach mit einem ganz normalen Lidschattenpinsel aufnehmen und einfach ein bisschen in der Innenwinkel verteilen und ein bisschen hochziehen. Und dann klopfe ich das hier vorne einfach mit dem Finger so ein bisschen aufs Lid, damit die Lidschattenfarben sich so ein bisschen besser vermischen. Und dann ist das erste Auge auch schon fertig. So, jetzt fehlt natürlich noch das zweite Auge. Das gibt es jetzt auch noch einmal im Schnelldurchlauf. Hier habe ich natürlich nichts anders gemacht als beim ersten. So, das war mein Lidschatten. Mittlerweile bin ich wahrscheinlich knallrot wie eine Tomate. Aber kommen wir nun zum Eyeliner. Und zwar benutze ich da den Intensive Kohl Eyeliner von P2 in der Nummer, jetzt muss ich selber mal gucken, 090 Stylish Great Britain. Kommen wir zur Mascara und hier benutze ich zwei verschiedene. Einmal von Essence Multi-Action Mascara, diese rosa, ne? Die trage ich immer als erstes auf. Und danach kommt meine Great Lash Mascara von Maybelline. Die Wimperntuschen, die ich benutze, bringen ein wunderschönes Volumen und einen ganz schönen Schwung. Und um das Volumen noch ein bisschen mehr zu verstärken, gehe ich in leichten Zickzack-Bewegungen, wie ihr hoffentlich erkennen könnt, von dem Ansatz bis in die Spitzen hoch. Leider hat die Kamera nicht aufgenommen, wie ich meinen Lipgloss aufgetragen habe, aber hier seht ihr ein Bild von dem Lipgloss, den ich benutzt habe. So meine Lieben, das war mein Make-up-Tutorial. Ich hoffe natürlich, dass euch mein Look gefällt und vor allem, dass ich es verständlich genug erklärt habe. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr meine versteckte Zahl gefunden habt, denn in jedem Video von uns in einem Adventskalender wird eine Zahl auftauchen. Am Ende habt ihr einen 24-stelligen Zahlencode und damit, nur damit könnt ihr die PlayStation 4 plus ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Dann war es das mit dem Video. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal ein 10-Arten-Video mit dem Julian mache, gebt dem Video einen Daumen nach oben. So, auf der Seite kommt ihr jetzt auf Tisons Kanal, der immer einen Tag vor mir dran ist. Und auf der anderen Seite findet ihr Dagis Kanal. Ab morgen könnt ihr hier auf Dagis neues Video klicken. So, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt Tschüss.